Hallo Aktienfreunde, jetzt im Wachstumscheck Siemens. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also die Firma kommt natürlich aus Deutschland und ist in der Industriebranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 2,6%. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium, wie hoch ist das Gewinnwachstum pro Jahr? Und in den letzten 5 Jahren ist der Gewinn im Durchschnitt pro Jahr um 2,2% angestiegen und das ist stärker als in den letzten 10 Jahren, wo der Wert bei 0,4% liegt. Damit vergebe ich hier einen halben Punkt von 2 möglichen Punkten. Dann zum Cashflow-Wachstum pro Jahr. Und der Cashflow, der ist in den letzten 5 Jahren durchschnittlich im pro Jahr 7,6% nach oben gegangen und auch das ist stärker als der Wert der letzten 10 Jahre, denn der liegt bei 3,7% und damit vergebe ich hier einen Punkt. Dann zum Umsatzwachstum pro Jahr. Und der Umsatz, der ist in den letzten 5 Jahren nach unten gegangen und zwar im Durchschnitt pro Jahr um 5,7% und das ist schwächer als der Wert der letzten 10 Jahre, denn der liegt bei -2%. Und damit vergebe ich hier einen Minuspunkt. Dann kommen wir zum prognostizierten Gewinnwachstum pro Jahr. Und hier sei vorab angemerkt, dass ich hier als Ausgangslage das Jahr 2019 nehme und nicht 2020, weil eben, wie gesagt, natürlich im letzten Jahr die Krise war. Und damit nehme ich hier das Jahr 2019, da das hier ein besserer Vergleich ist. Und jedenfalls ist der Gewinn, beziehungsweise der Gewinn soll zwischen 2019 und 2024, also pro Jahr im Durchschnitt, um 10% ansteigen. Und das ist stärker als in den letzten 5 Jahren. Und damit vergebe ich hier 1,5 Punkte. Dann zum prognostizierten Cashflow-Wachstum pro Jahr. Und der Cashflow soll laut den aktuellen Schätzungen zwischen 2020 und 2023 durchschnittlich pro Jahr um 6,8% ansteigen. Und das ist schwächer als in den letzten 5 Jahren und damit vergebe ich hier 1,5 Punkte. Dann zum prognostizierten Umsatzwachstum pro Jahr. Und der Umsatz, der soll zwischen 2020 und 2024 laut den aktuellen Analystenprognosen um 5,9% im Durchschnitt pro Jahr ansteigen und dieser Wert ist stärker als in den letzten 5 Jahren. Damit vergebe ich hier 1 Punkt. Dann kommen wir jetzt noch zum Schuldenwachstum in den letzten 10 Jahren. Und die Schuldenquote, die hat sich in den letzten 10 Jahren von 67% auf 65% verbessert, also leicht verbessert zumindest. Und hier vergebe ich dann nochmal 1 Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis. Und hier holt Siemens in meinem Wachstumscheck insgesamt unterm Strich 4,5 Punkte von 13 maximal möglichen Punkten. Und in meiner Wachstumscheck-Ampel landet die Aktie damit auf der mittleren Stufe. Dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem Wachstumscheck. Und hier landet Siemens momentan mit den 4,5 erreichten Punkten auf dem 14. Platz. Also hier werdet ihr die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die Rangliste, die könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Webseite abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, dann kommen wir jetzt noch zum Bewertungscheck. Also schaue ich jetzt mal im Aktienfinder, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Und zwar sieht man zum einen hier den Kursverlauf der Aktie von circa Ende 2007 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme, also Mitte Oktober 2021. Und dann haben wir hier noch die gestrichene Linie, das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt erkennen, dass aktuell der Kurs leicht oberhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan leicht überbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Und hier noch der Hinweis, mein Check gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.